Eliseo Sett Jr. war ein US-amerikanischer Schauspieler. Er lebte von 1936 bis 2024. 87 Jahren gestorben. Louis Thomas Andrews Jr. wurde 87 Jahre alt. Louis Gossett Jr. im Jahr 2017, vor etwa 7 Jahren. Er wurde am 27. Mai im Jahr 1936 in Brooklyn, New York geboren. Er ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Am 29. März 2024 in Santa Monica, Kalifornien, ist der US-amerikanische Schauspieler im Alter von 87 Jahren gestorben, der 1983 für seinen Auftritt in Ein Offizier und Gentleman mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Sein Leben. Auszeichnungen und Nominierungen für Filmpreise. Sein Leben. Gossett ist der Sohn von Louis Cameron Gossett Senior und dessen Frau Helen Rebecca Way. Sein Broadway-Debüt als Schauspieler machte er im Jahr 1953, noch während er die Highschool besuchte. In dem Stück Take a Giant Step. Er spielte hier die Hauptrolle eines schwarzen Jugendlichen, der sich mit dem ihn umgebenden Rassismus auseinandersetzen muss. Er führte eine professionelle Karriere als Theaterschauspieler weiter und spielte im Jahr 1959 in der Originalproduktion von Lorraine Hansberrys Theaterstück A Rising in the Sun in der gleichnamigen Verfilmung aus dem Jahr 1961 debütierte er als Kinoschauspieler. Louis Gossett Jr. im Jahr 1987. International bekannt wurde er vor allem als Darsteller in Militär- und in Actionfilmen. Für seine Rolle als Sergeant Emil Foley in Taylor Hartfords Ein Offizier und Gentleman erhielt er im Jahr 1983 den Oscar als bester Nebendarsteller. Im Jahr 1985 spielte Gossett Jr. Im Jahr 1985 spielte Gossett Jr. den Tag Chiriver Jerry Sheehan in dem Science-Fiction-Film Enemy Mine. Geliebter Feind. In den vier Filmen der Stellenen Adler Filmhalle übernahm er zwischen 1986 und 1994 die Hauptrolle des Offiziers Charles Chappie de Sinclair. Louis Gossett Jr. hatte zahlreiche Auftritte in den verschiedensten Fernsehserien, unter anderem auch in Bonanza, der Detective Frankfurt, allein gegen die Zukunft, Dead Zone und Ein Hauch von Himmel. Von 2005 bis 2006 war er in der SF-Serie Stargate Kommando SG-1
als Jaffa Jay zu sehen. In der Originalfassung von Half-Life 2 sowie dessen Fortsetzungen übernahm Gossett Jr. die Stimme von Ortega und sein Schaffen für Film und Fernsehen umfasst rund 200 Produktionen. Gossett ist der Cousin des Schauspielers Robert Gossett. In Deutschland bekannt aus der Krimiserie Der Klausur. Er war insgesamt dreimal verheiratet. Mit seiner dritten Ex-Frau, Cindy James Gossett, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist, hat er einen Sohn adoptiert. Aus seiner zweiten Ehe stammt ein leiblicher Sohn. Gossett starb im März 2024 im Alter von 87 Jahren. Im Alter von 87 Jahren in einem Rehabilitationszentrum. In Santa Monica, Kalifornien. Hollywood. Louis Gossett Jr. ist im Alter von 87 Jahren gestorben. 5 Tage zuvor. Genau das teilte sein Neffe der Nachrichtenagentur ab mit Louis Gossett Jr. im Jahr 2018. Gossett Jr. war der erste schwarze Schauspieler, der für eine Nebenrolle einen Oscar gewann. Und zwar im Jahr 1983 für seinen Auftritt in ein Offizier und Gentleman. Er spielte in zahlreichen Militär- und Actionfilmen sowie diversen TV-Serien mit. Zuletzt war er in dem Filmmusical Die Farbe Lila zu sehen. Oscar-Preisträger Louis Gossett Jr. ist tot. Das berichten US-Medien, wie zum Beispiel auch CNN und NBC, unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie. Mit einigem Bedauern bestätigen wir, dass unser Vater heute Morgen gestorben ist. Erklärung der Familie des Schauspielers. Wir möchten allen für ihre Beileidsbedenkungen danken. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit, zitierten die Medien aus der Mitteilung. Oscar als bester Nebendarsteller in Ein Offizier und Gentleman. Er gewann auch einen Golden Globe. Mit Richard Gere in der Hauptrolle. Gossett sagte auch seine Auszeichnung mit dem Oscar. Mit dem Oscar seine Auszeichnung habe nichts daran geändert, dass er nur Nebenrollen bekommen habe. Im Jahr 1953 hatte er im Alter von 16 Jahren sein Broadway-Debüt gefeiert. Im New Yorker Theaterviertel wurde er später zum Star. Seinen Durchbruch im Fernsehen hatte er mit der Rolle des Fiedler in der Miniserie Roots, in der es um die Gräueltaten der Sklaverei geht. Sehen Sie auch Apartheid. In seinen Memoiren schilderte Gossett seine Erfahrungen mit dem Rassismus. Er gründete die Hassen Foundation, um Rassismus zu bekämpfen.
setzt hunderte Stifterchen gegen Rassismus. Mit einem Basketball- und Schauspielerstipendium besucht Picasso die renommierte New York Universität. Er nahm gemeinsam mit Marilyn Monroe, Martin Landau und Steve McQueen Schauspielunterricht.